Am nächsten Tag sind wir wieder mit dem Auto unterwegs. Wir wollen eine Schule besuchen. Allerdings ist sie schon lange geschlossen und es gibt auch keine Schüler mehr hier. Oder doch? Diese Schule ist fast 100 Jahre alt und wurde vor einigen Jahren geschlossen. Tja, und warum sind wir dann hier? Es soll angeblich spuken. Und wir wollen jetzt gucken, ob da wirklich was dran ist. Ja. Die Farrar-Grundschule liegt direkt gegenüber eines Friedhofs. Vor 15 Jahren wurde sie geschlossen und seitdem sind hier angeblich immer wieder Geister gesehen worden. Zu? Ja, ist zu. Amerikaner lieben solche Geschichten. Die Hälfte von ihnen glaubt, dass es Geister oder Hexen gibt. Die ist auf. Du kannst vorgehen. Ja. Gott, das sieht hier aber nicht so schön aus. Oh Gott. Jetzt wird's gruselig. Hallo? Hier ist gar keiner. Hallo? Oh Gott. Ja. Hallo? Öffne dich. Okay. Oh Gott. Oh Scheiße. Oh mein Gott. Bist du ein Geist? A ghost? Nein, ich bin nur Will. Bitte sprich nicht mit dieser Stimme. Will ist glücklicherweise kein Geist, sondern der Hausmeister der Schule. Hi. Bist du groß? Was soll ich denn sagen? Und es gibt wirklich Geister hier in der Schule? Ja, die gibt es. Hast du mal einen gesehen? Ja, mehrere. Kannst du uns ein bisschen rumführen? Klar, vielleicht sehen wir einen. Da lang. Okay. Oh Gott. Okay, er geht vor, er kennt die Geister. Ja, er ist befreundet mit denen wahrscheinlich. Hier sind die Jungentoiletten. Und hier hat es zum ersten Mal gespukt. Der Besitzer des Gebäudes hatte das Gefühl, dass hier Stimmen rauskommen. Und er schickte ein paar Leute rein, um nachzusehen. Die Leute machten dann eine Tonaufnahme. Darauf war die Stimme eines Jungen zu hören. Er sagte, sie ist auf der Toilette. Sie? Sie. Ja, da war ein Mädchen auf der jungen Toilette. Da hat er sich beschwert. Okay, geh rein, weil du bist das Mädchen. Und dann wirst du vielleicht den Jungen hören, der dich dann anschreien wird. Nein, das ist ein Jungsklo. Your turn. Oh Gott, muss ich die Tür zumachen? Ich mach sie zu. Alter, mein Herz klopft gerade echt. Oh Gott, das ist ja wie ein Labyrinth hier. Was ist das denn? Oh Gott, ich geh wieder zurück. Die Geister haben das Klopapier alle gemacht. Ich kann nicht auf Klo. Alles klar. Du hast mich so todeserschreckt. Aber du hast gar nicht Strulli gemacht. Nee, hab ich nicht. Darf ich ja hier auch nicht. Das ist ein Jungsklo. Aber ich habe ihn nicht gehört. Er ist nicht da. Keine Stimme. Tut mir leid. Okay, zieh den hier hin. Hier geht's zur Turnhalle. Oh. Auch hier hört man nachts angeblich Geräusche von Kindern, die Basketball spielen. Man hat sie gehört, aber nicht gesehen. Genau, sie haben einfach gespielt. Wow. So what do you think? Was glaubst du? Warum spuken hier Kinder? Da gibt es verschiedene Theorien. Zum Beispiel liegt ein Friedhof auf der anderen Straßenseite. Die Geister könnten von dort hier hinwandern. Aber meine Theorie ist, dass für manche Kinder das Leben in der Schule schöner war als das Leben zu Hause. Und dass sie nach ihrem Tod deshalb hierhin zurückkehren. Krass. Der Himmel ist Schule, also nie im Leben. Nee. Thank you so much for showing us around. Thank you so much. Thank you. Philipp und ich sind nicht die Einzigen, die sich für Geistergeschichten interessieren. Wir bekommen Besuch von einer Gruppe Geisterjäger, die überzeugt sind, dass es hier spukt. Warum macht ihr das? Glaubst du wirklich an Geister? Auf jeden Fall. Schon als Teenager habe ich nach Geistern gesucht. Wir haben damals Geister durch Mauern gehen sehen, haben Stimmen direkt neben uns gehört. Wir wurden geschubst und sogar gekratzt von Geistern. Oh Gott, das ist gruselig. Wisst ihr schon, ob es auch wirklich Geister hier gibt? Das wollen wir heute Nacht rausfinden. Hoffentlich nicht. Wir helfen den Geisterjägern beim Aufbauen ihrer Ausrüstung.
In der Schule werden Nachtsichtkameras und Aufnahmegeräte angeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch auf die Dunkelheit warten. Ich rufe den Direktor dieser Schule. Sind Sie noch in diesem Gebäude? Wir müssen leise sein. Sie können uns berühren. Naja, einige von uns. Was ist das? Das ist eine Wärmebildkamera. Wenn ein Geist auftaucht, strahlt er Wärme oder Kälte aus. So kann man die Geister sichtbar machen. Was die hier alles haben. Ja. Okay. Finde ich gruselig. Das ist jetzt richtig gruselig. Das Ding ist, du hast keinen Überblick hier. Es kann da was rauskommen, da plötzlich. Oh Gott, hier geht's noch weiter rein, Philipp. Oh, guck das mal bitte an. Hier ist ja alles voll. One of the claims down here. Hier unten am Ende des Gangs soll ein großer dunkler Schatten mit roten Augen gesehen worden sein. Sieht einladend aus. Komm. Hallo? Also ich bin Philipp. Und ich bin Luisa. Aus Deutschland. Also wir haben keinen Geist gesehen. Es gibt noch eine Sache, die wir versuchen können, wenn ihr euch traut. 5 Minuten, ihr ganz alleine im 3. Stock. Also ich mach's auf keinen Fall, echt nicht. Ich kipp mir schon beim Gedanken in die Hosen. Ohne Witz. Scheiße, ja, wenn du zurückziehst, muss ich's ja machen. Ja. Okay, also ich mach's. Du machst es? Ja. Ich bin jetzt ganz oben angekommen. Ich habe jetzt meinen Timer gestellt auf 5 Minuten. Und wenn die um sind, laufe ich hier weg. Ich meine, guckt euch das mal bitte an. Hier auf der Kamera sieht das so alles grau aus. Hier ist es einfach schwarz. Ich sehe nichts. Nur noch 4,5 Minuten. Ich habe schon 30 Sekunden geschafft und ich bin jetzt schon nass geschwitzt und kacke mir gleich in die Hose, wenn das hier nicht sofort aufhört. Okay. Nur noch 2 Minuten. Das ist so gruselig. Na, wie war's? Horror, ey. Ich bin so froh, dass ich da raus bin. Da oben war nicht mal Licht oder so. Warum habe ich da oben nichts gesehen? Du brauchst mehr Geduld. Also 5 Minuten waren echt lang genug für mich. Ich werde bestimmt nicht 8 Stunden da oben bleiben. Hier, deine Kamera. Vielen Dank. Also, ihr bleibt die ganze Nacht hier? Ja, das machen wir. Viel Spaß. Ciao. Take care. Puh, egal ob jetzt ohne oder mit Geistern hier drin, aber ich bin so froh, dass wir jetzt wegkommen. Ja, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ne? Wir sind jetzt die ganze Zeit da rumgelaufen und haben alle Räume abgeklappert und gefragt, hallo, wo bist du? Aber da war nichts. Irgendwie glaube ich immer noch nicht an Geister. Ich auch nicht. Egal, lass uns hier abhauen. Ja.